Aufgabe 44 behandelt noch einmal den Träger aus Aufgabe 43. Nun sollen allerdings die sogenannten Hauptträgheitsmomente der Querschnittsfläche bestimmt werden. Außerdem ist gefragt, um welchen Winkel das Koordinatensystem gedreht werden muss, damit man bei den Hauptträgheitsmomenten angelangt. Ganz allgemein für diesen Fall, dass unser Deviationsmoment Ixy das positive Integral ist, schreibe ich deswegen her, weil das eben wieder Definitionssache ist, ergibt sich, dass man den Drehwinkel, der notwendig ist, um ins Hauptsystem zu kommen, ausrechnen kann als Tangens zweimal dieser Drehwinkel, Theta P. P steht für Principal, berechnet sich als minus zweimal Deviationsmoment von dem Querschnitt durch Ixx minus Iyy, in der Ebene natürlich, also für einen Querschnitt tatsächlich. Und das maximale und minimale Moment lässt sich auch berechnen als Ix plus Iy halbe. Wir sehen es dann gleich am morschen Kreis, was das eigentlich sein soll da. Das ist nämlich der Mittelpunkt. Ix plus Iy halbe ist der Mittelpunkt vom morschen Kreis. Das ist geometrisch ganz leicht zu verstehen. Plus, minus. Den Radius natürlich. Wenn Sie den Radius abziehen, sind Sie beim Minimalwert. Wenn Sie den Radius dazu addieren, sind Sie beim Maximalwert. Fürs ebene Problem. Und der Radius ist aus dem Pythagoras zu erhalten. Ix, ich mache da jetzt wieder 2, x minus Iyy halbe zum Quadrat plus Ixy zum Quadrat. So können Sie die ausrechnen, die Werte. Oder eben, schreiben wir es da nochmal her, Eigenwertproblem. Was hat das Eigenwertproblem eigentlich für einen Vorteil? Kann man sich da was vorstellen, warum man nicht generell mit solchen Formeln operiert, sondern manchmal das Eigenwertproblem brauchen wird? Naja, das funktioniert immer. Das funktioniert auch für voll dreidimensionale Sachen. Das heißt, für dieses konkrete Problem, nämlich einfach das, was wir vorher berechnet haben, jetzt drehen, sodass wir ein Hauptsystem erhalten, dass der Winkel eben genau mit der Formel, schreiben wir nochmal her, Tangens 2 Theta P, wenn Sie die Werte von vorher einsetzen, sollte hier minus 2,22 rauskommen für den Tangens von Theta P, von 2 Theta P, dann ist 2 Theta P minus 65,8 Grad, beziehungsweise nennen wir das jetzt 1, weil es gibt ja auch einen Komplementärwinkel, je nachdem, wo Sie drehen wollen, um welchen Betrag. Man kann ja auch ein Theta P2 ausrechnen, das ist der Komplementärwinkel auf 180 Grad, indem man 180 Grad dazu addiert und das sind 114,2 Grad. Heißt, dass der Winkel, um den man im Querschnitt und auch im morschen Kreis drehen muss, dem Theta P entspricht, nämlich Theta P1 ist der eine, minus 32,9 Grad, oder man dreht in die andere Richtung, Theta P2 um 57,1 Grad. Und dass da der doppelte Winkel rauskommt, liegt einfach an der Struktur, wie der morsche Kreis konstruiert wird. Weil es da über den Durchmesser vom Kreis konstruieren und nicht über den Radius. Was bedeutet das? Naja, wenn Sie den Querschnitt herzeichnen, schemenhaft, dann war das hier unser vorher gegebenes System, X und Y. Und das Hauptsystem würde jetzt irgendwie so drinnen liegen, nämlich nennen wir es dann U und V. Und dann hat man hier um diesen Winkel Theta P2 gedreht, das ist positive Drehrichtung in dem XY-Koordinatensystem, das ist also der positive Winkel und der andere Winkel hier ist der negative Theta P1. Und als Merkhilfe, wenn man sich das wirklich aufzeichnen möchte,
dann sollte jetzt um diese beiden Achsen insgesamt alles symmetrisch sein. Das schaut ungefähr so aus bei mir, aber es müssen sich ja die Deviationsmomente komplett wegheben. Das heißt, die Fläche da muss gleich sein wie die da herunten und der Anteil da, also alle Punkte in dem Ast da drinnen, müssen gleich weit weg sein wie alle in dem. Dass es um diese Achsen wirklich komplett aufhebt, das Deviationsmoment. Das ist die geometrische Erklärung. Ja? Und dann kann man natürlich jetzt mit der Minimal-Maximal-Formel da mit Radius und Mittelpunkt noch das maximale und minimale Flächenträgheitsmoment auch tatsächlich ausrechnen. Ich schreibe laut Formel oben, dass man es nicht noch einmal herschreiben braucht, einfach hier einsetzen, die vorher berechneten Ix, Iy, Ixy. Ergibt sich dann ein maximales Flächenträgheitsmoment von 7,54 mal 10 hoch 9 mm der vierten und ein minimales von 0,96 mal 10 hoch 9 mm der vierten.